haben hier ein Loch in der Poolplane gefunden. Und das fliegt jetzt unser Papa. Papa. Da schneide ich mir was raus aus dem alten Pool. Da haben wir durchsichtiges Vinyl. Und das. Da gucke ich, wie groß ich das brauche. Und dann schneide ich mir das rund. Da kleben nämlich die Ecken dann besser. Ja. Und wenn ich das geschnitten habe, dann werde ich alles mit dem Lappen schön gerade, also sauber putzen, damit wenig Dreck da dran ist, weil das dann besser klebt. Und dann habe ich Kleber, der für unter Wasser geht, von Steinbach, den finde ich gut. Papa, und da das jetzt noch trocken ist, geht das am besten, aber das geht auch unter Wasser alles zu machen. Da Papa, klebt man ganz viel. Warum bist du so ein Lebe? Und dann ist das einfach selber abgetan. Das geht nicht ab, das klebt super, Olli. Und ich trage dann den großen Klumpen da auf und den streiche ich mit den Fingern einfach breit. Und wem das an den Fingern zu eklig ist, der nimmt einfach ein Wattestäbchen und drückt das raus. Und jetzt putze ich das hier drinnen noch, weil das bestimmt auch ein bisschen noch verschmutzt ist. Und dann kommt hier der Kleber drauf. Was ist das? Na, das ist der Kleber von vorhin. Ich habe vorhin schon mal was geklebt. Und das geht dann einen Tag später, ist das alles wieder ab. Mich stört das nie. Da kann ich das machen. Und wen es stört, der muss ein Wattestäbchen nehmen. So, Achtung, da stellen wir uns hier drauf. Jetzt mache ich hier einen riesengroßen Kleckschen. Kann ein Wattestäbchen nehmen. So. Das darf ich jetzt aber nicht auf. Achtung, Olli, jetzt brauche ich mal ein bisschen Zeit. So, und jetzt wird das alles hier verstrichen. Warum ist so ein Leber das? Wer da hat, der wird hart. Ja, der klebt richtig doll, Olli. Deshalb sehen meine Finger so ein klebrig nicht aus. Oder das ist, also mich stört das nicht. Mama, mich stört. Warte, so, Achtung, jetzt kommt der drauf. Und wen stört? Und jetzt streiche ich das schön nach außen alles raus, damit auch die Ränder dann richtig mit kleben. Papa, aber nicht, dass wenn wir baden, uns den Fuß da dran kleben. Nee, deshalb habe ich es rund geschnitten, dann klebt das richtig gut fest. Wenn man das so eckig schneidet, da kriegt man das meistens an den eckigen Kanten hin. Papa, ich das ein Stückel immer runter, weil der ja erstmal anziehen muss, der Kleber. Und sonst kommt der manchmal hoch. Ja. So, jetzt sind wir fertig mit Kleben.